Du durftest sie nicht so vor allem beschämen. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte es nicht. Ich fand es aber schlimmer, dass alle über sie lachten, ohne dass sie es merkte. Ilse, wo willst du denn hin? Du kannst doch nicht einfach weglaufen. Kann ich wohl. Ich gehe auch nicht wieder hinein. Ich lasse mir nichts befehlen. Auch nicht von Ihnen. Gut. Eigentlich müsste ich mir deinen Ton verbitten. Aber augenscheinlich kannst du ja deine Meinung nur in beleidigender Form äußern. Und es liegt mir am Herzen, dich zu verstehen. Bist du wieder nach Hause? Ginge das denn? Du brauchst dich nur weiterhin so schlecht zu benehmen. Fräulein Reimer wird sich das nicht lange gefallen lassen. Es geht niemandem etwas an, wie ich esse und trinke. Wem das nicht passt, ich brauche niemanden hier. Diese musterhaften Püppchen sind mir alle zuwider. Aber es stört dich, wenn diese Püppchen dich auslachen. Ich esse und trinke, wie ich will. Niemand darf darüber lachen. Aber heute Morgen hast du dir Mühe gegeben. Wow. Ist doch nicht wahr. Du ärgerst dich doch nur, weil du trotzdem einen Fehler gemacht hast. Das stimmt nicht. Wie gemein sie sind. Was? Ich bin gemein? Ich finde, du bist die bei weitem ungezogenere von uns beiden. Ilse, du hast Verstand und Charakter. Und du hast doch längst gemerkt, dass du im Unrecht bist, oder? Du möchtest nicht einmal mehr zurück nach Hause. Möchte ich wohl. Wenn du jetzt heimfährst, hättest du nur einmal mehr deinen Willen durchgesetzt. Aber es wäre auch eine Niederlage. Wenn die Orla sich bei mir entschuldigt... Orla trifft die geringste Schuld. Sie konnte es einfach nicht mehr mit ansehen, wie die anderen über dich lachten. Deshalb hat sie es dir gesagt. Darf ich denn keinen Stolz haben? Nur wenn du Grund dazu hast. Stolz sein darfst du auf deine eigenen Leistungen. Und stolz darfst du sein, wenn du dich selbst überwindest. Ilse, lass uns jetzt damit aufhören. Du wirst bald und gerade nachher bei den Prüfungen Gelegenheit dazu haben, das, was ich dir gesagt habe, für dich selbst zu prüfen. So, und jetzt geh. Das Frühstück ist ohnehin vorbei. Ich spreche mit Fräulein Reimer. Fräulein Güssow geht jetzt zu Fräulein Reimer. Sie sprechen sicher über dich. Lass sie doch. Außerdem brauche ich meinem Vater nur zu schreiben, damit er mich von hier wegholt. Warum machst du es dann nicht? Weil ich nicht will. Darum. Wenn du gut durchkommen willst, dann musst du dich nur bei Fräulein Reimer einschmeicheln. Das Fräulein Güssow hat überhaupt nichts zu sagen. Ich muss gar nichts. Und du lass mich in Ruhe! Sie macht immer alles nicht richtig. Und solche Heft, das kann man nicht zeigen. Also wo bleibst du? Nur in 5 Minuten wird die Prüfung anfangen. 5 Minuten, Zeit genug. Sind das meine Hefte? Und wie du ausschaust. Wo warst du denn? Ich habe dich überall gesucht. Ich habe nachgedacht. Nachgedacht? Na komm, oder willst du das ganze Kollegium warten lassen? Nelly, sei bitte so lieb und pack Ilses Koffer aus. Ilse, ich glaube, du träumst im Stehen. Ilse. Ich überlege. Bitte wiederhole meine Frage. Wenn Sie sie bitte noch einmal wiederholen könnten, Fräulein Reimer. Du solltest uns einige Hauptstädte in Europa nennen. Paris, London. Hannover, Kassel, Dresden. Mein Papa sagt immer, allein in Deutschland gibt es 10 und mehr Hauptstädte. Und in Frankreich nur eine. Er nennt das einen Skandal. Lassen wir das jetzt. Bitte, Monsieur Michael. Mademoiselle, pourriez-vous nous raconter un peu de chez vous? Avec plaisir, Monsieur. Mon papa est fermier. Nous avons beaucoup de chevaux et 7 chiens, 4 grands et
trois petits. Ce sont mes préférés. L'un d'eux, je voudrais apporter ici, mais demoiselle Rama ne veut pas que je... Oft recht gute und klare Gedanken. Und dabei diese oberflächliche, flüchtige Schrift. Sehen Sie einmal, Dr. Althoff. Uns mit Z geschrieben. Und hier, Land. Wie buchstabierst du Land, Ilse? Buchstabiere einmal. Wie du Land schreibst, möchte ich von dir hören, Ilse. L-A-N-D. Du musst vor allem üben, dich zu konzentrieren. Fehler, wie ich sie in deinen Aufgaben finde, kommen bei uns in der ersten Klasse nicht mehr vor. Merci. Ich habe genug gehört, troisième Klasse, dritte Klasse. Bitte, Miss Reed. Ilse, would you please give us some impressions of your recent journey? Greifenberg, Berlin, Magdeburg, Würzburg, Nürnberg, München, Weilenheim, Pensionat. I meant your impressions, not only the names of the cities. Ach so, impressions. That I have all forgot. And I slept all the time. I've forgotten, oder I forgot. Und I've slept, oder I slept. Höchstens zweite Klasse. Besser in die erste. Aber dafür ist sie wohl zu alt. Berlin, Würzburg, Nürnberg, Weilenheim. Und es ist wunderbar. Höchstens zweite Klasse. Besser in die erste. Oh. Aber dafür ist sie wohl zu alt. Hm? Du wirst mir in Deutsch helfen und ich werde dich im Englischen berichtigen. Hier, Ilse, stelle ich dir Flora, unsere Dichterin, vor. Sie schreibt Romane von unglücklichen Menschen mit zerbrochenen Herzen. Ich bitte dich, Nelly, lass mich in Ruhe. Eben hatte ich einen wundervollen Gedanken und jetzt ist er verloren gegangen. Oh, ich will ihn suchen. Ach, du bist unausstehlich. Du hast freilich keine Ahnung von meiner Poesie. Du kannst ja nicht einmal richtig Deutsch reden. Da hast du recht. Guck mal, die Neue. Die Schwestern kennst du schon. Sie setzen dich gegenüber bei Tisch und passen auf deine Fehler. Die in der Mitte ist unsere Artige. Sie macht nie einen Streich und es ist immer die Erste bei alles, was die Fräulein Reimer sagt. Sie heißt Rosie und ist eine wahre Musterkind. Mhm. Was sagst du von unserem Musterkind? Nelly, Nelly, hüte dein böses Zünglein. Nichts Böses. Ich mach Ilse nur mit die alle bekannt. Na? Wie steht's im Krieg mit der Reimer? Oh, danke. Ich denke, ich gewinne. Das heißt, du reist bald wieder ab? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Leeres Geschwätz. Willst du bleiben oder willst du nicht? Oder wirst hinausgeworfen? Je nachdem. Wenn ihr wüsstet, wie Ilse heute bei der Prüfung... Ich werde bleiben. Aber kleinkriegen lasse ich mich nicht von der alten Jungfer. Es wird ihr bald genauso gehen wie uns. Du wirst ein bisschen Angst vor ihr haben? Und dir ab und zu einen Streich spielen. Du meinst, ich soll lieber vor dir Angst haben? Unsinn. Aber vielleicht werde ich dir wirklich mal einen Streich spielen. Was fällt dir ein, mich so zu mustern und auszufragen? Du hast dir prächtig geschlagen. Wir haben immer alle ein wenig Angst vor die Orla, weil sie so klug ist und immer die Wahrheit geradeaus in die Gesicht sagt. Ja, und wer war die andere? Das war doch Grete, die Lachtaube, weil sie alle immer mit ihrem Lachen ansteckt. Oh, ich hasse diese Glocke. Wenn ich zu Hause meinem Papa Gute Nacht sage, dann tue ich das,
weil ich ihn lieb hab und weil ich müde bin. Aber doch nicht, weil eine Glocke klingelt. Die arme Fräulein Reimer, sie hat eben kein Eigenkind. Mir tut sie gar nicht leid. Niemand muss Vorsteherin werden, wenn er nicht mag. Und die Fräulein Gussow? Manchmal denke ich, sie hat eine große Kummer. Ach, was zerbrechen mir die Gedanken. Komm, ich bin schon so aufgeregt, was denn deine heimliche Koffer ist.